Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In dem Moment kommt ein LKW in die Toreinfahrt gefahren. Und da sprangen dann 15 SG-9-Leute auf. Mit riesigem Gebrüll und tralala. Und dann war das, ja, war das für mich erledigt. Das war's. Das ist die Stimme von Hans-Jürgen Kuhl. Er ist Kölner, Grafikdesigner und Künstler. Zeitweise war er so erfolgreich, dass er in den 80er Jahren sogar im Umfeld von Andy Warhol unterwegs war. Und, was lange Zeit keiner wusste, er hat so viel Geld gefälscht wie kaum jemand vor ihm. 2007 beschlagnahmte das BKA bei Kuhl gefälschte Banknoten im Wert von mehr als 16 Millionen Dollar. In seinem Kölner Atelier hat er mir erzählt, wie er auf die Idee kam, Geldscheine im ganz großen Stil zu fälschen und mit welchem Fehler er das BKA auf seine Spur brachte. Wenn ihr die ganze Story hören wollt, dann könnt ihr die Folge mit einem Welt-Plus-Abo oder als Apple-Podcast-Abonnent hören. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet.